Talmud sagt, wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Am 25. März ist es endlich soweit, denn dann veröffentlicht Netflix eine ganz besondere Originalserie aus Deutschland. Die beeindruckende vierteilige Miniserie Unorthodox, welche auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Deborah Feldmann basiert, handelt von der Flucht der 19-jährigen Esther aus einer ultraorthodoxen jüdischen Sekte. Und diese führt die junge Frau aus dem New Yorker Stadtteil Williamsburg, in dem sie die streng religiöse Glaubensgemeinschaft Satma fast gänzlich von der Außenwelt abgeschottet hatte, ins pulsierende und weltoffene Berlin. Und hier lernt sie auch zum ersten Mal überhaupt, was es bedeutet, so richtig frei zu sein. Doch dann macht sich ihr sitzengelassener Ehemann auf die Suche nach ihr, fest entschlossen, Esti wieder in den Schoß der Gemeinde zurückzuholen. Es ist ein extrem aufrüttelnder, emotionaler und von der ersten bis zur letzten Minute fesselnder Blick hinter die bis dato verschlossene Tür dieser jüdischen Sekte. Und eines kann ich dabei vorwegnehmen, mit einer atemberaubenden Shira Haas in der Hauptrolle, die sich im wahrsten Sinne des Wortes verdammt nochmal die Seele aus dem Leib spielt. Und wir haben pünktlich zum weltweiten Release Termin dieser neuen deutschen Netflix-Originalserie jetzt ein ganz besonderes Special für euch vorbereitet. Denn wir servieren euch jetzt nämlich ein exklusives Making-of mit einem spannenden Blick hinter die Kulissen. He's also and they didn't know each other, and then they get to know each other. I love that you have this special. That's what I mean. Meine Lieben, bitte bleibt ruhig. That's very fun. You know, the wives of the, you know, that's the wife of my brother, that's all my sisters. So, yeah. Amazing. It's like the, that's a massive surprise. Dass man hier hinstellen, bitte. Dass man so ein bisschen was fängt, so. Wenn du müsst ja aufstehen und halt halben Weg entgegen. Kann er dann stehen bleiben, weil ich ja auch aus der Gegend. Den letzten Schritt machen. Aber ich habe sie auch nochmal so oben. Call for the camera, I'm sure. Reject this kiss, but you kind of put your hand there and slightly kind of attaches it, and then you're like, you're so everything right now, right? You're the moment, the last thing, both of them, is that you both all of a sudden.
Thank you. Okay. Viel gut gehört. I did like 1,000 pictures. No! And one of our lovely extras, what's your name? Verena. And she is a married Satmar Hasidic Jew. Du bist geflohen. Hab ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen. Stimmt das nicht? Nein, aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin. Wieso bist du weg? Gott hat so viel von mir erwartet. Der Schatten hat ungetrogen, Emetsen. Wo ist Frau Bucher, ist er? Ihr ist wie jeden einen, gehörig. Ich bin anders wie die anderen Mädel. Anders ist es. Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln. Es ist da ein heiliger Pflicht, mir keinen Sand rufst nach Schell. Meine Familie will nur, dass ich eine gute Frau und Mutter bin. Und sie müssen mir aufbauen, stimmt. Sie gefällt dir nicht. Ich wollte so weit wie möglich von meiner Community weg. Also, hilfst du mir? Dein Ticket? Dein Pass? Viel Glück in Berlin. Woher kommst du, Esti? New York. Ich war nie irgendwo anders. Dann lass dir doch mal was Schönes zeigen. Wo wohnst du denn? Nicht weit weg von hier. Ich habe keine Ausbildung, kein Geld. Robin, lass mich respektieren, Alter. Viel aus mir wird gefunden, der Stil, der ist tot. Wieso weißt du, dass ich zurückkomme? Der Talmud sagt, wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?